In Hohenstücken wurden gestern Abend 4 Menschen bei einem Unfall zum Teil schwer verletzt. Laut Polizei übersah ein 18-jähriger BMW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Bus auf der Kreuzung Obstallstraße, Ecke Rathenower Landstraße. Nach dem Zusammenstoß kam der Bus der hiesigen Verkehrsbetriebe nach links von der Straße ab. Er überrollte eine Ampel und landete in einem Zaun. Dort knickte ein Fahnenmast ab, der dann wiederum auf dem Dach eines dort parkenden Autos der Kriminalpolizei landete. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt 6 Fahrgäste, von denen 3 verletzt wurden. Eine 69-jährige Insassin wurde ambulant versorgt. 2 Brandenburger, 24 und 26 Jahre alt, sowie der BMW-Lenker wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Feuerwehrleute reinigten vor Ort die Fahrbahn und zersägten den abgeknickten Ampelmast.